ja, die Leute abzufacken und deren Bett ganz schnell abzubauen, sodass sie halt einfach wirklich schnell aus dem Spiel draußen sind. Willkommen Leute zu einer weiteren Folge Bad Wars und heute mal mit einer speziellen Challenge, die ich mir gerade selber ausgedacht habe, die wir auf der Map Antic, ja, sag ich mal, versuchen werden zu absolvieren. Und zwar lautet diese die Abfucker-Challenge. Und die Abfucker-Challenge ist halt folgendes, wir müssen halt versuchen einfach die Leute irgendwie, also deren Betten irgendwie kaputt zu machen, so schnell wie möglich, ohne, sag ich mal, überhaupt, ja, großartig zu kämpfen. Also wir werden jetzt nicht versuchen, uns irgendwie unbedingt in Kämpfe zu begeben, sondern wir werden versuchen, Hauptsache irgendwie, ja, die Leute abzufacken und deren Bett ganz schnell abzubauen, sodass sie halt einfach wirklich schnell aus dem Spiel draußen sind. Und das war es auch eigentlich schon so mit der kleinen Challenge nebenbei. Ich brauche einmal ganz kurz Blöcke. Ich werde mir auch nur eine Spitzhacke kaufen. Oh, ja, das war natürlich sehr schlau. Ich wollte mir eigentlich eine Spitzhacke kaufen und ein paar Blöcke, dass ich halt in die Mitte kommen kann und deren Betten direkt abbauen kann. So, okay, er baut sich auch direkt weiter, das ist sehr gut. Dann kann ich hier mal direkt loslegen. Gut, dann kann ich hier loslegen, bin schon mal in der Mitte und kann direkt dem Kollegen hinterher rennen. Vielleicht sieht er mich nicht, er sieht mich. Ah, scheiße, er sieht mich. Okay. Ist natürlich jetzt nicht so praktisch, wenn er mich sieht, aber das sollte kein Problem sein. So. Okay, geil. Das ist sehr gut. So, Bett. Ach Mann, geh weg. Seht ihr, ich scheiße sozusagen. Geh doch weg. Nein, ich will das scheiß Bett haben. Okay, und jetzt haben wir das Bett. So gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe, wie gesagt, auf den Kampf so gesagt geschissen. Hauptsache, ich habe halt die Leute bekommen. Also den einen Typen und jetzt noch den anderen vielleicht. Und der nächste Kollege ist auch draußen. Sehr nice. Dann werde ich jetzt erstmal... Ist das meine Base? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich versuchen, jetzt das Bett abzubauen. Nee, das war nicht meine Base, aber ist jetzt auch scheißegal. Wir holen uns nochmal ganz kurz was zu essen und werden nochmal ein paar Blöcke kaufen. Also ich finde die Challenge eigentlich irgendwie ziemlich lustig, weil es halt einfach mal wirklich Abwechslung ist bei Bad Wars. Man versucht halt irgendwas mit einem Ziel zu erreichen und das Ziel ist halt einfach wirklich die Leute sowas von zu nerven, dass sie keinen Bock mehr haben. So, und Team Gelb. Team Gelb, das war jetzt, glaube ich, unser Team. Deshalb muss ich einmal rüberrennen. Wer ist noch am Leben? Okay, das ist das hier. Dann gehe ich da auch nochmal ganz kurz rüber. Und werde versuchen, das Ganze eventuell zu finishen. So, die rennen natürlich jetzt hier auch hin. Kann man natürlich verstehen. Das Bett sollten wir aber sicher haben. Oh shit, ganz schnell, ganz schnell. Okay, das Bett haben wir, sehr gut. Und dann sollten wir uns vielleicht... Haben die noch Gold? Ne, die haben Eisen. Dann kaufe ich mal ganz schnell ein Schwert, damit ich den einen vielleicht runterschmeißen kann. So, okay, Schlagstock haben wir auch. Und... Okay, und... Zack, weg mit dir. Perfekt, den haben wir auch nach unten. Nach unten. Den konnten wir auch runterschmeißen, das ist sehr geil. Also, und wo haben wir jetzt den letzten? Der letzte ist, glaube ich, in der Mitte am Campen gewesen oder sowas. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn gerade nirgendwo. Okay, dann muss ich mich jetzt auf jeden Fall beeilen. Zack, zack. Ich glaube, der ist in der Mitte, ne? Okay, und da haben wir das geschafft. Alter, nice. Also, erste Runde der Abfucker-Challenge war auf jeden Fall erfolgreich. Er schreibt GG. Gib ich GG zurück. Ja, die erste Runde war erfolgreich. Ich würde sagen, das gleiche versuchen wir direkt nochmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, und da sind wir auch schon wieder zurück in der Runde Bad Wars. Und jetzt spielen wir auf der Map Village. Und ja, mal schauen, ob wir hier was reißen können. Hier ist auch ein kleiner Unterschied. Denn hier hat man direkt in der Base Eisen und kann sich somit auch zu Anfang besseren Stuff leisten. Also, sag ich mal, Schwerter, Rüstung, also ein Brustpanzer und sowas. Deshalb muss ich mir vielleicht auch gleich nochmal einen Brustpanzer holen oder sowas, um nicht vollkommen zu verscheißen. Weil sonst habe ich ja überhaupt gar keine Chance gegen die ganzen Leute. Und rückt der Typ jetzt nach? Nee, er chillt erstmal sein Leben. Okay, er chillt sein Leben. Ich muss mir aber trotzdem eine Spitzhacke kaufen, obwohl ich kann, glaube ich, drauf scheißen. Ich kaufe mir erstmal Blöcke und jetzt sollte ich nochmal Eisen haben, obwohl immer noch kein Eisen. Er geht da relativ entspannt vor, mein Kollege. Okay, wir haben zwei Eisen, dann kaufen wir uns nochmal ganz kurz hier die Spitzhacke und nochmal ein paar Blöcke. Ich denke mal, das sollte genügen. Wir können jetzt auf jeden Fall schon mal rüber rushen in die Mitte. Ich sehe auch gerade, dass die anderen Teams alle alleine sind. Puh, oh Mann, da hatten wir echt mega viel Glück.
Alter, shit. Ja gut, dann muss es jetzt eine richtige Abfuckrunde werden, dass wir einfach jetzt direkt rüber rennen und... Warte mal, ich baue das Bett hier vorab. Kann ich mal bitte? Nein, ich möchte das Bett einmal abbauen. Wäre das erlaubt? Oh Mann, wenn er mich jetzt holt, das wäre mega peinlich. So, und jetzt... Bitte, oh Mann. Ja, okay, ich glaube, ich werde hier nicht weiterkommen. Kann ich das Bett so abbauen? Ach, ich kann es auch so abbauen. Ja, dann ist ja okay. Oh Mann. Ja, okay, das war jetzt natürlich eine Runde, wo ich echt viel Glück hatte. Er schreibt nice. Das war auch eine, also das ist jetzt so eine Runde, wo ich echt viel Glück habe, denn ihr müsst halt überlegen, dass die ganzen Gegner alleine sind und wir halt echt den Vorteil haben, dass wir, Hä? Was war das denn? Alter, was war das denn? Der ist einfach so zurückgebackt. Wir sind jetzt halt zu zweit und er ist halt ganz alleine, somit haben wir einen großen Vorteil. So, okay. Und da ist der nächste auch draußen. Ja, also wir rushen hier eigentlich nur durch die ganzen Basen und versuchen die Leute jetzt zu holen. Er hat sich noch gar nicht rübergebaut, sprich wir müssen uns sogar rüberbauen. Dass ich das mal machen muss, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, aber nun gut, so ist es halt einfach manchmal. Oh Mann, das war jetzt echt, ja, Glück im Unglück, würde ich einfach mal sagen. Also ist natürlich jetzt nicht so ganz fair, aber ich meine, wann ist denn bitte schon manchmal auch was fair? So, okay, dann... Versuchen wir den jetzt auch nochmal zu töten. Mein Kollege hat ein Schwert, er kann ihn, glaube ich, besser töten. So, dann hier nochmal. Okay, dann töte ich ihn einfach permanent. Er kümmert sich dann um das Bett. Und dann sollte das Ganze jetzt auch schon beendet sein. Ja, gut, dann war das jetzt echt eine mega schnelle Runde. Ja, Leute, ich würde sagen, in diesem Sinne, das war's mit der Abfucker-Challenge. Jetzt haben wir die letzten nochmal richtig abgefuckt, weil sie halt einfach gar keine Chance hatten. Alleine, dann sind wir einfach durch die ganzen Basen durchgerusht. Und... Alter, war auf jeden Fall nice. In diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Würde mich wie immer mega freuen. Und wenn ihr natürlich auch Bock habt auf weitere Challenges, dann lasst auch ein Like da. Dann sehe ich das und werde mich auf jeden Fall mal um andere Challenges kümmern. Oder ihr könnt mir auch welche in die Kommentare schreiben. Also Leute, in diesem Sinne würde ich sagen, haut da rein und ciao.